Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MechWarrior Online. Ich habe es dann doch mal wieder geschafft und ich hoffe, dass heute das Ganze mal nicht abstürzt. Und zwar habe ich heute mir wieder einen Trimech ausgesucht und zwar den BJ1 in Klammern C, wobei das C glaube ich dafür steht, dass man irgendwie dieses Kommando-Luken-Ding da drauf hat. Ich habe hier MechWarrior Online noch nicht immer noch nicht zu 100%. Ist auf jeden Fall auch ein etwas schnellerer. Drei Medium Laser, eine AC-20 hat er, fährt so 85 Spitze. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den schon einmal gespielt habe oder ob ich das nur vorhatte. Wir sind auf Alpine Peaks oder Alpine wird das ausgesprochen korrekt, Alpine Peaks. Und zwar im Spielmodus Assault. Ich bin gerade mal am gucken, ich werde, oh. Die haben mich aber früh entdeckt. Ich glaube, mit R schaltet man den auf. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ah, ich habe schon wieder die Tastenbedingung vergessen. Ja, ich habe die Woche irgendwie nicht so wirklich, die Zeit gefunden oder irgendwie, ja, nicht so dran gedacht auch, MechWarrior aufzunehmen. Deswegen hatte ich dann einfach mal überhaupt nichts mehr. War ja das Wochenende auch nicht da. Also, das habe ich ja auf Facebook gepostet. An der Stelle nochmal, weil ich da nämlich relativ oft gefragt werde, falls ihr euch irgendwie fragt, wenn was nicht kommt oder so, dann findet ihr meistens eine Antwort auf Facebook. Man braucht dafür auch keinen Account, um meine Fanpage, beziehungsweise Fanpage klingt blöd, ich sag einfach mal meine Seite, also RioCut LP, sich anzugucken. Ist auch in jeder Beschreibung. Also falls ihr irgendwie eine Info sucht, warum was nicht kommt, dann ist das meistens auf Facebook hinterlegt. Also ich schreibe da dann immer, das hat da meistens eine Begründung, ich bin irgendwie am Wochenende nicht da oder ich habe was vorproduziert, da fehlt eine Folge, ich habe nicht die Zeit gefunden, pipapo, das schreibe ich dann da meistens. Also erledigen sich dann Fragen wie, hey, wann kommt denn das und das meist von selbst. Irgendwie kommen trotzdem immer solche Fragen, aber ja, erstaunlicherweise nicht zu MechWarrior. Aber zurück zum Spiel, ich bin gerade H6, huhu. Assault ist jetzt, glaube ich, entweder der Assault-Modus ist, dass man eine Basis einnehmen muss. Also wir sind jetzt mal in einem anderen Spielmodus. Die letzten Parts hatten wir ja irgendwie immer, der Schatten sieht ja komisch aus, immer Conquest heißt das ja nicht mal. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber ihr wisst, welchen Spielmodus ich meine, wenn ich Conquest sage, also mit den Basen, die man einnehmen muss. Und Assault ist ja entweder alle gegnerischen Mechs zerstören oder, gut, wollte ich nochmal kurz ausprobieren. Entweder alle gegnerischen Mechs zerstören oder aber die gegnerische Basis einnehmen. Und ich stapfe jetzt mal gerade freundlich und froh Gemutes der feindlichen Basis entgegen. Mit R macht man Target Acquired. Und da oben haben wir ein Target. Ich bin am Überlegen, ob ich da mal hochstapfe, weil da sind auch meine Teammates. Der gibt mir da von links Deckung. Also würde ich sagen, gehen wir mal auf den Otto Dog, auf den Jägermech. JM6 Jägermech. Ja, ansonsten, MechWarrior Online. Ich habe irgendwie gesehen, dass es da ein neues Update gibt und wir sind fast die. Ich habe fast Augen im Blut hinbekommen. Nee. Ich war schon sehr erstaunt, was für Mechs man sich da kaufen kann und noch erstaunter war ich, was für ein Geld die dafür verlangen. Ja, also. Das war echt der Wahnsinn. Dachte auch nicht, dass da jemand so viel Geld für ausgibt. So, Mr. Autodoc, I am coming. I am on my way. Shortly I will arriving at your position and then I will try to crush you into the ground. So, mal schauen. Vielleicht geht's hier über die Klippe. Der wird da wahrscheinlich unten irgendwo sein. Wir sind aber gleich auch in Reichweite unserer Kanone. Und zwar jetzt. Das bedeutet, wenn wir ihn sehen, dann können wir voll drauf feuern. 31% hat er noch. Ich weiß nicht, wie viel mein Kollege da hat. So, der ist hin. Der da vor uns hat ihn niedergetrampelt. Niedergemacht. Ich glaube, so viel Schaden habe ich auch gar nicht gemacht. Aber naja. Egal, schauen wir mal, wo wir einen anderen noch haben. Ich sehe auf dem Radar dort irgendwo noch einen. Keine Ahnung, ob das zutreffend ist oder ob das stimmt. Da sehe ich keinen weiter. Würde ich sagen, gehe ich einfach mal Richtung gegnerischer Basis. Oh, unsere Basis wird gecaptured gerade.
So schnell komme ich da jetzt aber auch nicht mehr hin. Dummerweise. Oh, der ist aber schnell. Was läuft der? Ein Kintaro KTO 18. Es gibt so viele Mechs in dem Spiel. Und aufgrund der Tatsache, dass man die ja dann auch noch anders fitten kann, ändert sich da auch nochmal so viel dran. Ich glaube, wir verlieren. Wir verlieren. Die sind alle da zu langsam. Ihr seid nicht schnell genug, Kollegen. Ah, Mist. Aber ich würde sagen, wir stopfen mit dem auf jeden Fall gleich noch eine Runde. Und, hoppala. Dann kann ich dem ein bisschen mehr im Kampf zeigen. Ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich keinen Gegner getroffen. Nein, das war's. Ein bisschen Mech mal angucken. Kintaro. Der Blackjack ist das. Blackjack 1. Was ich ein bisschen schade finde oder ein bisschen komisch finde, aber es ist jetzt auch schon vorbei, dass die Trial Max meistens besser sind als die Max, die man sich so kaufen kann, weil die halt einfach bessere Ausrüstung haben. Finde ich immer interessant. Wahrscheinlich sind das tatsächlich auch irgendwelche Voll-Mechs. Also ich glaube, wir haben überhaupt keinen Schaden gemacht. Das ist ja niedlich. 7 Damage. Naja, gut. Wir sehen uns dann im nächsten Match. Bis gleich. So, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind auf Tourmaline Desert. Tourmaline Desert. Eigentlich nicht so ideal für unseren Mech, weil wir ja mit Laserwaffen hauptsächlich arbeiten. Und wir eine Ambient Temperature von 97 Grad Celsius haben. Sprich, viel. Ja. Ich bin immer noch im Blackjack unterwegs. Wo sind wir denn? Hier sind wir im Blackjack. Haben wieder einen, wie heißt der? Katomarin oder Komarin? Oder ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall war das ein KTO, glaube ich. Also auch ein etwas schnellerer Mech. Ja, im Blackjack unterwegs. Mit 3 Medium Laser, einer Autocannon 20. Legetisch. Und ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen mehr Action sehen oder uns ein bisschen mehr in Action navigieren können. Zumindest werde ich das versuchen. Und dann werden wir mal schauen. Ein bisschen schade, dass das Cockpit so schlecht aussieht, übrigens. Zumindest beim Startup. Das ganze Spiel sieht eigentlich ziemlich geil aus. Die Modelle sehen geil aus, aber das Cockpit sieht immer ein bisschen meh aus. So. Was haben wir denn hier vor uns? Das ist auf jeden Fall... Wer bist denn du? Ah, oh Gott, ihr seid so schnell. Das ist ein Shadowhawk. Okay, den kenne ich gar nicht. Ich folge einfach mit dem Shadowhawk. Wir sind jetzt gerade auch nicht mehr im Assault-Modus, sondern das ist halt dieser Conquest-Modus. Nevermind, wie der genau heißt, aber ihr wisst dann genau, was ich meine. Da, wo man die Basen einnehmen muss, sagt der Profi. Und, ja, gleich mal auf dem Weg zu Theta. Da hinten sind die ersten Feinde. Oh, wir müssen abbremsen, damit wir uns die Füßchen nicht wehtun. Ja, auch gut zu wissen, habe ich glaube ich noch nie gesagt, wenn ich Jetpack benutze, dann kann es unter Umständen auch passieren, dass sich Heat Level aufbaut. Also das kann auch jetzt erzeugen. Ist klar, sind auch fette Raketen am Rücken und an den Beinen. Aber irgendwie ist es hier momentan mehr so, wenn ich meinen Motor bewege. Also ne, ihr seht es auch, da habe ich dann auch ein bestimmtes Heat Level. Ja, das ist leider blöd auf so einer Map, dass man einfach schon so ein Basis-Heat-Level hat. Also wenn ich jetzt mal spaßeshalber meine Laser abfeuere, geht das auf 25% hoch. Ah. Wobei ich glaube, dass der Trial-Mac hier gar nicht mal so schlechte Heat-Sinks drin hat. So wie ich das sehe. Weil die jetzt relativ schnell runtergeht. Wie viele Meter sind denn das? 200, 400 Meter ist der entfernt. Ah, der ist gerade auch genau an der Position, die ich ganz gerne mal so für sowas benutze. Hat der Locust da gerade Smart LRMs drin? What the fuck? Der Locust hat LRMs drin. So ein kleines Ding mit LRMs. Ist da rechts irgendwas? Ja, ja. Scheinbar. Da, guckt euch den an. Dieser Mini, der hat LRMs drin. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen euphorisch. Ich versuche den da jetzt mal zu treffen. Oh. Ach, daneben. So, aua.
So, wir können mal ein bisschen... Ah, der ist schon weg. Wir wurden auf jeden Fall derbe getroffen. Von irgendwas. Da ist was. Auf, wie geht sie? Gehe ich mir doch mal den Shadowhawk näher angucken, was der so kann. Hatten ja gerade einen im Team gesehen. Da habe ich ja schon gesagt. Ich weiß nicht genau, was der kann. Ist der schon hin? Oh, tatsächlich. Target acquired. Wow, Laser. Fuck it. Geh weg da. Ilio Muromets. New target acquired. Hab ich keinen Bock drauf auf den. Wie viele leichte Mechs wir hier haben, ne? Ich glaube, ich bin, der Blackjack ist eher so in der Medium-Mech-Kategorie klassifiziert, würde ich fast sagen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Wie gesagt, das ist ein Try-Mech. Ich habe ihn einfach mal ausgewählt. Und, ja. Also, es gibt, glaube ich, vier Klassen. Es gibt, warte mal, es gibt Scout oder beziehungsweise Light-Max, dann gibt es Medium-Max, Heavy-Max und Assault-Max, meine ich. Also vier Klassifizierungen gibt es. So, ich will aber da ganz gerne nach oben, wenn die da einnehmen. Und, mal gucken, ob ich da den einen oder anderen umhauen kann. Target acquired. Ja, der ist noch ein bisschen weit weg. Der Shadowhawk. Wieso so viele mit dem Shadowhawk unterwegs sind? Das ist ja ziemlich interessant. Ach, der ist auch schon hin. Schade. Der ist auch nicht für uns gewesen. Das ist aber traurig. Täter wird gerade eingenommen. Da waren wir doch vorhin. Oh, warte mal. Da ist einer hier doch links. Und wir haben noch Jetpacks. Das bedeutet, ich kann auch da runterspringen. Kann ich mir mal direkt... Wie, der ist weg. New target acquired. Bleib mal schön hier. Ein Jäger-Mech. Das ist, glaube ich, ein leichter. Also, da sind sogar zwei. New target acquired. So, Kollege. Hi. Aua, der hat mich getroffen. Wäre schon hin. Oh, wir haben ganz schön viel Hitze gerade aufgebaut. Dann mal auf den Ilya Muromets. Jetzt werde ich erstmal kurz meine Autocannon hauptsächlich benutzen. Alter. Da sind übrigens Jägermex. Sogenannte. Oh, fuck it. Ah, Mist. Das war's leider. 235 Schaden gemacht. Ja, wovon haben wir denn mit einer Ghost Rifle so viel bekommen? Oh, der eine hatte Ultra-ACMs. Ja, leider relativ schnell umgekippt, aber ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, euer Rio. Tschüss.